Ich begrüße euch zu Prince of Persia Dusk. Ich hoffe, dass heute der Tag gekommen ist, an dem wir dieses Meisterwerk von Echte Hummel, die, ja, es zu Ende spielen. Ich hoffe es zumindest und ja. Ah ja, genau. In den... Fehlt hier nicht ein Schalter? Nein, jetzt sag bloß nicht, ich habe mir die Mühe gegeben in dem Level. Ich erinnere mich doch. Nee. Doch! Die Tür geht ja, ging mir ja während des Kampfes zu. Hier müsste doch eine Platte sein. Wir haben nicht eine Fehlaufnahme anstatt ein weiteres Let's Play. Oder? Ja, doch, da war 100 pro... ein Schalter. Kann ich mich hier durchtricksen? Nein, geht nicht. Und so vielleicht? Oh Mann, ey. Cool. Ich darf das Level nochmal zocken. Ciao. Ich begrüße euch zu meinem Let's Play Prince of Persia Dusk. Und wir hoffen, dass das heute das Finale, die finale Aufnahme sein wird, denn ja... Lange ist's her, wo ich dieses Let's Play überhaupt angefangen habe und es wird Zeit, dieses Let's Play von Echte Hummel, dieses Meisterstück, zu beenden. 4, 5, 6, 7, 8, ja. Im letzten Video waren es 8 Leben, das habe ich mir gemerkt. Und es kann losgehen, denn ich weiß, wie es weitergeht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Oder? Okay, ich verstehe es nicht. Ich habe... Wir haben hier wieder ein Outtake. Ich verstehe es nicht. So, ich habe einen Outtake. In diesem Outtake sieht man, dass hier auch dieser Schalter fehlt, wo der Prinz raufspringt, da wo ja das Gitter aufgehen würde. Ich habe das Level jetzt so oft gezockt und beim jeden Anlauf habe ich diesen Cheat benutzt, dass man durch die Räume gucken kann. Und ich dachte mir, weil ich am Anfang des Levels immer hier hochgeguckt habe zum Schattenprinzen, hat es vielleicht einen Bug ausgelöst, dass diese Platte da fehlt. Aber sie fehlt wieder. Ich verstehe es nicht. Leute, ich spiele jetzt nicht zum 4. oder 5. Mal das komplette Level. Nein! Ich habe jetzt die Schnauze voll, weil jetzt weiß ich nicht, warum dieser Bug entsteht, dass hier die Platte fehlt. Ich könnte jetzt das Spiel an- und ausmachen und vielleicht würde es dann gelingen. Aber darauf habe ich keinen Bock. Ich habe das jetzt zu oft gezockt. Wir cheaten uns durch. Den Raum kennt ihr. Echte Hummel hat in den Kommentaren gesagt, dass, wenn man... Ihr kennt es ja. Ich zeige es hier mal vor. Ihr stellt euch vor, wir sind... Moment, ich bin falsch im Zimmer. Stellt euch vor, wir sind hier in diesem Raum, haben den Schattenprinzen vernichtet und ja, wenn wir hier in der obersten Reihe jetzt in die Tiefe springen würden, würde sich eine Platte vor unseren Füßen erscheinen. Und wie ihr wisst, vollstreckt sich dieser Plattenweg über die ganze Länge da oben, womit wir nicht nach unten können. Im letzten Video habe ich das geschickt ausgetrickst, aber das ist nicht die richtige Lösung. Und Echte Hummel hat jetzt folgenden Trick gesagt. Wenn man eine Platte hat und die rechte, die nächste noch nicht aktiviert hat, kann man sich so runterkriechen lassen und die Platte erscheint nicht. Das würden wir hier in dem Raum machen, würden auf die ganz untere mittlere Platte fallen und dann einen Sprung nach links und dann wären wir hier. Wir würden wieder ganz nach oben klettern, wo ich dann im letzten Video nicht weiter konnte. Und wir würden nach links den Plattenweg wieder nutzen. Und ja, hier beginnt dann Level 12b. Und da cheate ich mich jetzt genau hin, weil, ja, dieser Bug nervt. Der Schattenprinz kommt jetzt sogar nicht. Vielleicht wäre es jetzt die Lösung, noch einen Anlauf zu machen, aber ich will das euch jetzt nicht umsonst erklärt haben. Wir gehen jetzt ins nächste Level. Wow!
krasser Anfang des Levels. Und ja, spielen wir weiter. Wow, war ja klar, dass sowas kommt. Oh oh. Fuck, ich dachte, ich schaff's noch, indem ich mich festhalte, aber ich bin doch gescheitert. Okay, einfach durchwaschen, wird schon hinhauen. Wow, ich hab gewusst, ich hab's kommen sehen. Nochmal. So. Ey, stellt euch echt vor, wir als Prinz hätten nur ein einziges Leben. Oh nein, ich bin zu früh gesprungen. Stellt euch vor, wir hätten nur ein einziges Leben, das wäre... Ja, recken wir ab, dann ist die Geschichte um die Prinzessin vorbei. Aber okay. Nein. Okay, das war doch kein Fehler. Beide Platten waren locker. Und ja, Hummel, hoffentlich ist das kein schweres Level, weil... Es müsste das... Oh nein, Schalter. Oh Mann, oh Mann. Ah, okay. Darauf habe ich gehofft, weil ich wäre jetzt so ungern zurückgegangen. Ja. Oh Gott. Na. Eine Tür. Das ist die Tür zu Prin... Ah, die Platte ist doch locker. Sie hätte eigentlich beim ersten Sprung schon klappern müssen. Aber okay. Irgendwo ist Jafar. Ich spüre es schon. Es wird jetzt richtig heikel. Das ist... Von hier komme ich, genau. Von hier komme ich. Gibt es Platten, die locker sind, aber nicht klappern? Das ist jetzt schon zum zweiten Mal so. Und... soll ich jetzt den Cheat nutzen, ob man runterguckt oder nicht? Ist doch egal, selbst wenn ich sterbe, hätte ich nicht viel zum Nachholen. Wow, auf so dünnem Wege gegen Jafar kämpfen. Leute, das ist das Finale des Spiels und bis jetzt schlage ich mich richtig gut. Aber Moment mal, er hat so wenig Leben. Ist das wirklich Jafar? Er muss auf die Platte runter, scheiße. Und ja, vom Kampfskill her ist es eindeutig Jafar. Oh, geil. Was habe ich jetzt geöffnet? Hoffen wir mal die Tür da. Anlauf oder nicht? Das ist so die Frage. Ich denke mal, das müsste ohne Anlauf machbar sein. Hoffen wir, die Tür hier ist offen? Ja, ist auch. Und hoffen wir auch eine Etage höher. Ja. Oh, gleich das hat sich geöffnet. Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ich habe so das blöde Gefühl, dass dieses Level hier noch schwer ist. Wobei... Ah, immer noch nicht Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass der Prinz von einer Wache bewacht wird. Und ein blauer Trank. Halten wir hier schon mal Shift fest, dann muss ich dann beim Runtergehen den Trank nicht trinken. Haha. Ja, hätte man jetzt hier nur ein Leben, würde es nicht anders gehen. Eieiei. Ich hab gewusst, dass das Level schwer ist. Ich hab's doch geahnt. Aber okay. Hey, da war gerade so ein Soundbug. So, jetzt muss ich überlegen. Schauen wir mal, was hier unten ist. Das Spiel denkt, ich bin tot. Lol, was war das für ein Bug? Enter drücken hat nicht geholfen. Ah, dann cheaten wir uns jetzt mal bis da ans letzte Level. Und dann haben wir wieder unseren Spielfortschritt. Okay, da sind wir wieder. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Aber dieser Bug war jetzt echt lustig. Also da kann keiner was für. Nur die Programmierer von 1990. Bin ich hier nicht schon runtergefallen? Oh, kann man das überleben?
Genau, ich bin ja da nicht runtergefallen wegen dem Backrad, ja, genau. Krass, aber bringt das mich jetzt auch weiter? Nein. Obwohl, überprüfen wir mal, was hier unten ist. Ach man, es war so klar, dass echte Hummel aus dem letzten Spielabschnitt sowas Hartes noch formt. Das ist aber echt eine geile Idee, das muss ich mal sagen. Also, alle Achtung. Hier runterspringen macht keinen Sinn. Zumindest jetzt noch nicht. Und ja! Ah, das ist ein Bug des Spiels. Das ist ein Bug des Spiels. Sobald man einmal stirbt, kommt das mit diesem Continue. Aber weil ich jetzt echt tot war, konnte ich Continue machen. Cool. Ja, weil das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass man hier in diesem Level sterben kann. Zumindest ist das meine Erklärung scheiße. Der Bug bleibt immer noch. Das heißt, wieder durch alle Levels. Moment, diesmal mache ich es klüger. Wir machen Spielstand im letzten Level. Oh ja. Wie man diesen lädt, weiß ich nicht. Speichern tut man mit STRG oder S? STRG plus G meine ich. Oh! Ich bin ein Level zu viel übersprungen. Scheiße. Aha. Super. Hier mal ein kurzer Cut. So, da bin ich wieder. Es war nur eine Unterbrechung von ein paar Sekunden. Und ja, Moment mal. Kann man doch aussuchen, in welchem Level man startet? Genau. Im Rescue-Level. Okay. Oh nein, ich muss den Screen verschieben. Leute, falls ihr jetzt irgendeinen Abschnitt vom Fenster... Nee, dafür mache ich jetzt echt einen Cut. So, da bin ich wieder. Willkommen im letzten Part. Ja, es war doch STRG G. Alt G. Habe ich den Cheat-Modus überhaupt aktiviert? Ich kann nicht speichern. Ich habe wohl die Tastenkombination vergessen. Ich habe jetzt alles mit G gedrückt, verdammt. 4, 5, 6, 7, 8. Weil ich mir Leben hercheaten kann, geht auch das Speichern doch. Sound off on. Hä? Was war nochmal die Speichertaste? STRG und die E-Taste? Och, Mensch. Wo habe ich letztens gesichert? Aha, STRG A macht das Spiel neu. Es war doch STRG und die G-Taste. Na. Ich komme, ich werde nicht schlau draus. Und jetzt. Wie geht's weiter? Ihr habt meinen letzten Tod gesehen. Und ja. Irgendwas Kniffliges erwarten die von uns hier. Was heißt die? Wir haben hier nur einen Entwickler am Werke. Es gibt eine Platte, aber ganz unten reck ich ab. Wie hast du das gemacht? Hummel, wie geht das denn? Holla, was du aus Prince of Persia machst. Das kann ich mir nicht erklären, dass ein Trank sowas auslöst. War ja klar, dass das nicht aufgeht. Ich muss es schnell machen, bestimmt. Ich hab's bestimmt jetzt. Ja, es war klar, dass es hier keinen Ausgang gibt. Stimmt, ich Trottel. Der Tyrann Jafar liegt im Tod. Seine Macht ist zerstört. Durchs ganze Land heiligen die Leute Persiens ihre Prinzessin und der junge Mann, der sie gerettet hat. Schon ist der Text weg. Scheiße. Verewigen wir uns in der Ruhmeshalle von Prince of Persia Dusk. Und ja, die Zeitangabe könnt ihr komplett vergessen. Da müsste minus 1000 Minuten oder sowas stehen. Ja. Ja, die englische Tastatur ist echt was Tolles. Yo, wir haben es endlich geschafft.
wenn auch mit viel Gecheate und sonstigen. Aber es war ein cooles Finale. Das mit Jafar, das war eigentlich Glück, dass ich es auf Anhieb geschafft habe. Und yo, es hat Spaß gemacht. Was kann ich euch jetzt schon mal ankündigen? Ja, es gibt viele, viele, viele Prince of Persia Mods, die noch von mir Let's Played werden. Aber wann wird das sein? Ja, die Zeit wird es zeigen. Und was gibt's hier noch an dieser Stelle zu sagen? Das Ende hier erinnert mich an mein allererstes Let's Play, wo ich die SNES-Version Let's Played habe und noch ein zweites Let's Play offen gelassen habe und ja, gesagt habe, das Ganze steht noch in den Sternen. Das war geil, ja. Es war eine geile Zeit. Da dachte ich mir damals, das ist echt eine einmalige Sache, das Zocken. Das Let's Playen. Aber gut, es ist vorbei mit diesem Let's Play. Vielleicht meldet sich echte Hummel mal wieder. Wer weiß. Er hat Interesse am Portal 2 Editor gezeigt. Vielleicht, ja, wer weiß. Kreativ in dieser Mod hier war er allerdings. Ich meine, das Level-Design ist schon von Level 1 an so krass. Ja, was soll man da noch sagen? Ja, krasse Sache hatte ich hier im Editor gezaubert. Und ja, das war's von mir. Euer Kyle07.